Willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Oh solo mio, wir fahren zu Fulat und suchen ein Plakat, das ich abmachen mag. Denn das Foto von mir ist nicht schön, der Künstler hat getrunken. So, können wir hier vorne gleich anlegen, ne? Oh, spätestens nach dem Singen haben alle... Ich kann nicht aussteigen. Es geht nicht. Hallo? Ich... Neu ausrichten? Ich kann hier gar nichts drücken. Das ist jetzt, Hallo? Ich kann nicht absteigen. Jetzt. Ich will gerade sagen, nein, bitte nicht. So, ein Plakat brauchen wir. Da. Ich hab's gesehen. Ah, nee, doch nicht. Es war einfach nur die Lichtbrechung. Ich helfe hier mal in der Suppenküche aus. Muss erstmal abgeschmeckt werden. Schmeckt scheiße. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Ich habe nur abgekostet. Hier hätten wir einen Baden, aber... Einen Baden. Aber den möchte ich, wie heißen die? Muna? Den Muna möchte ich nicht in Anspruch nehmen. Macht wenig Sinn, wenn wir nur ein Plakat brauchen, ne? Aber das müssen wir erstmal finden. Ich dachte immer an diesen Torbögen hier. Ich dachte, das ist so ein kleiner Fixpunkt. Entschuldigung, der Herr. Ich bringe meine Schulterfinte bei. Die klappt immer. Hat mir schon viel zu oft den Hintern gerettet. Ja, Schnacker. Die alten Wichtigtour. Ich hatte einen Speer im Rücken. Mensch, das gibt's doch nicht. Schon wieder. Ich finde diese Dinger einfach nicht. Gibt's da einen guten Witz? Ja. Deine Geburt. Entschuldigung. Dieser Abschaum, hast du gesagt? Moment. Aha. Ja. Ich habe nicht gesündigt. Vielleicht den ein oder anderen Mord begangen, aber nicht gesündigt. Aua. Muss ein Plakat sein. Wenn die Frau mich verpetzt hat, muss doch hier irgendwo ein Poster von mir hängen. Ich bin mir recht sicher, dass ich etwas Dringendes vor. Oh. Hier nicht. Jungs, das wäre jetzt leichter, das hier zu finden, wenn ihr mich nicht jagen würdet. Oh. Ja, können wir jetzt nicht da im Kreis laufen? Vorsicht! Hey, aber wo? Ich bin doch schon wieder voll blind, oder? Wer weiß wie... Oh, du hast einen Zivilisten geschlagen! Sadist! Du alter Sadist! Das ist aber nicht die feine Art. Danke. Wo ist denn dieses blöde... Hier muss doch irgendwo ein Plakat... Da! Jetzt habe ich es gesehen. Kleinen Moment. Ich muss dich loswerden. So, damit bin ich offiziell wieder kein Flüchtiger. Irgendwie haben die das nicht mitgekriegt, dass nach mir nicht mehr gefahndet wurde, oder? Wird.
Oh, jetzt bleiben sie stehen. Du warst die Petze, oder? Oh, das ist ja auch cool. Sitzen die da oben auf der Brücke. Spucken den Leuten auf die Köpfe. So, dann wieder einmal zu Fulat. Ja, da sind sie wieder. Ich hab gegen ein paar. Halte Abstand, ja? Ach ja? Da hab ich mich durchgedrängelt. Hier, Nummer angerempelt. Wie gefällt dir das, du Arsch? Ein Glück kannst du die nicht so provozieren. Also wenn du jetzt nichts machst, dass du direkt wieder am Fahndungslevel hast. Ich glaube, das würde mich triggern, das immer wieder zu tun. Ja, ja, bin dabei, bin dabei. Wir gehen besser durch die Tür. Sicher ist sicher. Wer weiß, wo ich hier hin darf und wo nicht, ne? So. Ich ging jeden Gegenlaufe. Ach, die nächste Mauer, die überwunden werden muss. Haben wir hier noch mal eine Tür? Da hinten. So. Die Vorlesung des Meisterheilers Alchemie am Hof war wahrlich beeindruckend. Ich kenne mich auch ein wenig mit Blutegeln aus. Das gehört zum Beruf. Doch dieser Mann schwebte blutegelmäßig in einer ganz anderen Sphäre. Was? Wieso kennt der sich mit Blutegeln aus? Ich meine, letztendlich, er ist ja eine Wache. Also ein Soldat. Wo war denn der Eingang hier? Das, wir können doch auch die normale Tür nehmen, ne? Ach, wir können auch oben lang gehen. Okay. Ach, da wär's gewesen. So. Gut, da bist du ja. Ich sehe gar nichts. Mach mal Licht an. Danke. Du hast in viele Nester getreten. Überall sind Söldner wie wütende Wespen. Das erklärt, warum Beshi nicht da ist. Er meidet die Söldner. Ich hoffe, es war den ganzen Ärger wert. Ich fand heraus, dass zwei Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen dritten. Ihren Anführer. Drei? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakia. Die ersten beiden heißen Arroch und El-Aeshma. Den dritten nennen sie El-Mardichwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram. Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abbasiden. Hast du etwas entdeckt, das hilft, sie zu identifizieren? Ja, fangen wir mal oben an. Der Mann namens Arroch wurde von seinem Gefährten Jassur genannt. Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jassur, ja. Das muss der arabische Stratege Jassur ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel da kenne ich noch jemanden. Zu verschleiern. Jassur hat eine Villa in Kassasale im Westen. Wer im Glashaus sitzt, ne? Wer im Glashaus sitzt.
Der Mann namens Elaeshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir. Das muss Admiral Nadir ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entwarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Hm. Und ihr Anführer El-Mardikhwar. Ich weiß nur, dass er nicht in Asharkia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen. Er ist es, den du finden musst. Ja, und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Finde diesen El-Mardikhwar, Basim, wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Na, endlich zeigt er sich mal ein bisschen erkenntlich. Ich finde Jasur und Nadir und enttarne ihren Anführer. Der natürlich nie irgendwie die Siege anderer auf seine Kappe nimmt, ne? Beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst du sie rauslocken. Ein ganz bescheidener Mann. Ganz bescheiden. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. So, wo wollen wir als nächstes hin? Was haben wir vor? Neuer Auftrag. Gehe zum Bruderschaftshaus, um an der Tafel nachzusehen. Ja, ich denke mal, ich müsste hier hin eigentlich. Hallo? Aha! Ah ne, wir... Ja, stimmt. Wir haben ja... Machen den erstmal fertig. Dann haben wir noch zwei Bruderschaftshäuser. Ach, da Wisch und seine Artefakte. Da müssen wir ja auch noch hin. Vielleicht kriegen wir von ihm ja auch noch irgendwas Cooles. Wir können ja einmal kurz hinreisen, geben ihnen die Artefakte. Schauen, was uns das bringt. Ja, wie viele Scherben habe ich? Das ist eine gute Frage, ne? Ich kann das jetzt gar nicht sagen. Aber wir werden noch nicht alle haben. Dawish. Wo haben wir den Guten denn? War der in Shari? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der in Shari war oder... Geschichte aus Bagdad. Angenommen, ich würde ihn anklicken... Dann wird mir das ja wahrscheinlich angezeigt, ne? So, wir verfolgen einmal. Shari. Genau. Dann reisen wir da einmal kurz hin. Geben dem mal die Artefakte. Vielleicht bekommen wir ja auch was Cooles. Wenn nicht, bin ich ein bisschen enttäuscht. Und danach gehen wir dann zum Hafen und holen uns El Aesha und El Macarena. Wie hieß der dritte nochmal? El... Nicht Beshi, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Wo haben wir jetzt Dawish? So, hingereist sind wir hierhin, da wollen wir hin. Das ist ja toll, dass ich mir das gerade markieren konnte. Nachforschung öffnen. Dawish Artefakte, also nach rechts. Da lang. So. Tada. Moin Leute, ich bin wieder da. Habt ihr mich vermisst? Haben Sie mich vermisst?
Bestimmt, ne? So. Sorry, das war ein Versehen. Ja, Privatgrundstück, ich verstehe das. Ist ein Privatgelände, da habe ich nichts drauf zu suchen. Haben wir das noch nicht gelesen? Keramik und Lüsterware. Um die Nachfrage des Hofes nach kunstvollen Luxusartikeln zu stillen, haben Töpfer im heutigen Irak mit neuen Techniken, Farben und Stilen experimentiert. Zu ihren wichtigsten Erfindungen zählt die Lüsterware. Die wären... Das haben wir doch schon gelesen. Die wegen ihrer aufwendigen Bemalung und der glänzenden Glasur zu einem Exportschlager wurde, der von Portugal bis Thailand kopiert wurde. Eine der Hauptinspirationsquellen der abbasidischen Künstler war die chinesische Keramik. Insbesondere das weiß-blaue Porzellan, das... Doch, das haben wir schon gelesen. Das haben wir schon gelesen. So viel Bildung hatten wir schon. Muss ja nicht normal sein, ne? Einmal schlau sein reicht. So, wie weit ist da wie weg? Hinter mir? Das... Bin ich jetzt so in die falsche Richtung gelaufen? So, Metallfertigung. Ihr seid alle fleißig, ne? Ich auch. Gehe auch meinen Tätigkeiten nach. Okay. Hier vorne ist Davish. So, du alter Ganove, ich hab da was für dich. Frieden, Zadik. Da ist er, der junge Löwe. Der eine sagt, ich bin Löwe, der andere sagt, ich bin Fink. Ich habe etwas für dich. Du hast ja einen richtigen Schatz. Ah, wir müssen ihn immer mehr geben. Dies könnte dich interessieren. Ha, noch mehr Plunder. Ich nehme ihn dir ab. 9 Artefakte geben. Was bekomme ich denn dafür? Achso, Gefallensmünzen der Händler. Ah, nee, die habe ich ja nur. Oder habe ich welche bekommen? Lass dich nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal, Basim. So Allah will. Aber sicher doch. Okay, jetzt müssen wir 9 Artefakte sammeln. Dann gehen wir aber wieder zurück. Und fangen erstmal an mit... Al-Ruh war das. Fangen erstmal mit dem überheblichen Al-Aeshma an. So, wo müssen wir da hin? Den finden wir am Hafen. Schnellreisepunkt haben wir. Aussichtspunkt. Mit dem haben wir noch gar nicht synchronisiert. Oh. Okay. Dann müssen wir zuerst zum Aussichtspunkt. Einmal synchronisieren, denn weiter zum Hafen ist ja quasi auf dem Weg. Mit Umwegen kommen wir auch ans Ziel. So. Ein ganz schön hohes Gebäude, ne? Komm ich bis zum Wasser? Ist halt auch eine Möglichkeit. Genau so hatte ich das nämlich geplant. Das war nämlich mein Grundgedanke eben, als ich zum Wasser springen wollte, ob ich an die Schnur komme.
An Seil, ne? Ah, ich habe mich da wohl ein bisschen blöd ausgedrückt. So. Einmal zum Aussichtsbau. Oh, da müssen wir schon wieder über die Mauer. Ja, wir gehen mal oben lang. Ja. Keine Ahnung, mit was du mich gerade beleidigt hast, aber es hörte sich nicht nett an. Bin schon wieder weg. Schreit doch nicht so rum. Hä? Waren das die Kinder? Der Junge hat sich in eine schwierige Situation gebracht. Ach, wollen wir denen jetzt echt helfen? Na gut. Der hier? Nee. Ach, hier. Nee. Ich dachte gerade, das Kind liegt auf dem Boden und die alte drescht da immer rein. Ihr hier? Wer ist das mutige Eichhörnchen da oben? Er ist kein Eichhörnchen. Er heißt junger Adler. Wir hätten ihn nicht anstiften sollen, da hochzuklettern. Ach, auf dem... Oh Gott, da hätte ich ja hochgehen können. Jetzt bekommen wir alle großen Ärger. Ich hole ihn da runter. Da hätte ich ja hochgehen können. Ach, wenn es weiter nichts ist. Runter kommen sie immer, ne? Wir müssen ihn nur motivieren. Springen! Das tut gar nicht weh! Ja. Der Junge ist ein guter Kletterer. Ich springe, wenn du noch näher kommst. Warte mal, Kiste? Ah ne, ist doch oben. So. Eieiei. So, da sind wir, kleiner Mann. Ich heiße Basim und bin hier hochgeklettert, ohne nachzudenken. Kannst du mir helfen, runterzukommen? Als ich so alt war wie du, habe ich meine Freunde auch mit Dummheiten beeindruckt. Ich habe es nicht für sie gemacht, sondern für die Verborgenen. Ah, die Verborgenen. Nicht alle glauben an sie, aber ich schon. Sie sind die wahren Beschützer des Volkes. Sie haben meine Mutter gerecht. Nicht der Kalif oder seine Männer. Die Verborgenen waren es. Verstehe. Hört, hört. Und du dachtest, mit Klettern erregst du ihre Aufmerksamkeit. Es heißt, sie können aus großen Höhen springen, ohne sich weh zu tun. Aber so etwas kann ich nur machen, wenn es mir jemand vormacht. Meinst du, du könntest es, wenn ich es dir zeige? Können wir nicht erst synchronisieren? Ey, ich bin gerade erst hochgeklettert. Ah, ich wollte gerade sagen, mein Freund. Warte dort, bis ich dir zeige, wie es geht. Nein! Warum? Warum? Wieso hast du das getan, Basim? Ah, nochmal nach oben. Du solltest auf die Kuppe. Jetzt geh doch mal. Also irgendwie, manchmal ist der Bild. Manchmal ist er ein bisschen schwer vom Begriff, ne? So. Ja. Dort, bis ich dir zeige, wie es geht. Wenn du jetzt wieder runterspringst, bringe ich dich um. Oh, ich wollte gerade sagen.
Aber hat er nicht gesehen, wie wir aus großer Höhe gesprungen sind? Okay. Jetzt müssen wir nur zum Rechtachs hin. So. Wir sind ein tolles Vorbild. Siehst du? Ich bin unverletzt. Springen. Jetzt du. Ich kann nicht. Und ob du kannst. Denk nicht zu viel nach. Du musst nur an dich glauben. Sobald er springt, ziehen wir den Karren zur Seite. Ah. Es geht mir gut. Ich wollte gerade fragen, ob der tot ist. Verletzt? Nein, nichts gebrochen. Sehr schön. Du lernst wirklich schnell. Sag ich doch, ich kann alles, wenn es mir nur jemand vormacht. Das ist ein wertvolles Talent. Besorg dir einen guten Lehrer, ehe du wieder so etwas Gefährliches machst. Du könntest mich lehren. Ich bin kein Lehrer. Ich habe selbst noch viel zu lernen. Doch, du bist ein guter Lehrer. Du machst Sachen vor. Bist du... Komm zu mir, wenn deine Stimme anfängt zu brechen. Dann reden wir. Das war großartig. Als nächstes zeige ich dir, wie man Leute umbringt, ne? Ich komme. Fertigkeitspunkt. Aha. Fertigkeiten. Damit komme ich nicht weit. So. Jeden Tag eine gute Tat. Oh, ich muss mein Karma kurz ins Gleichgewicht bringen. Ich war zu gutmütig mit dem Jungen. Nicht mal den Karren zur Seite gezogen. Da sieht jemand sehr reich aus. Oh, 12 Dirham. Das ist schon ordentlich. Denk mal, hier haben wir wahrscheinlich diesen anderen Typen, ne? Hier waren doch... Ja, genau. Hier ist der Tote. Denk mal, hier sind die wahrscheinlich hingerichtet worden. Und hier ist diese blaue Festung. In der wir wohlbemerkt auch schon waren. Aber letztes Mal durfte ich hier noch hin. Jetzt muss ich Admiral Nadir finden. Für dich gibt's hier nicht. Ach so, weil ich so dicht an dem Gebäude war. Der Admiral hat geheime Ängste. Den Admiral werden wir heute wohl kaum im Hafen sehen. Er arbeitet wieder an einem seiner kostbaren Schiffsmodelle. Weißt du, warum er solche Angst vor Feuer hat? Als Kind probierte er, aus einem Topf mit kochendem Eintopf zu naschen. Sein Haar fing Feuer. Sie konnten es kaum löschen. Autsch. Okay, er baut an einem seiner Schiffe. Vor uns kann sich nichts verstecken. Das Wagnis war zu groß, Adiki. Verzeih. Wie man ein Dämon sucht im Hafen von Ash-Shakir. Nach Informationen zu Admiral Nadir. So, ich gehe mal davon aus, dass dieses Gebäude vielleicht mit rein... Nein. Okay, das zählt nicht mit rein. Basim. Danke. Warum? Was hab ich... Seid ihr doof? Was hab ich denn gemacht? Nein, hast du nicht. Flitsch, platsch, Badespaß. Und wieder haben sie alle Angst vor mir. Kontrolle als
Ausholbewegung. Wer das? Keine Fische, zurück! Oh. Warum kontrollieren die Soldaten? Es gab einen Angriff. Hier, alle sind angespannt. Nach Ärger. Was für ein Angriff? Ich bin am Hafen spazieren gegangen. Ich werde erwartet. Oder ist damit jetzt gemeint, wo wir das ländliche Häuslein da, wo wir die Geiseln befreit haben? Da, die Aktion, wo wir denn zur Villa weitergegangen sind? Da war schon ein dezenter Angriff, ja. Okay, wir werden in der nächsten Folge nach Hinweisen und Informationen zu Admiral Nadir suchen. Ich glaube, für heute, das wird ein bisschen zu lange. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Schaltet sehr gern wieder ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, mach's gut. Ciao.